Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu dieser kleinen Feierstunde. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir sind zusammengekommen, um dieses Engagement von überwiegend Ehrenamtlichen, am Anfang nur Ehrenamtlichen, inzwischen zu einem ja, fast mittelständischen Unternehmen herangewachsenen Verein zu feiern und einige Einblicke zu gewinnen. Ich darf Sie, ich darf euch alle hier ganz herzlich begrüßen. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass hier ein Mann unter uns sitzt oder direkt vor mir sitzt, den ich hier einfach mal an diesem Tag hochhalten möchte. Das ist Bernd Schimmler, der hier vor mir sitzt, der seinerzeit 1997 Baustadtrat von Wedding war. Da war mal ein ganz kleiner Verein. Ihr wisst, wir haben mit 11 Leuten angefangen. Das ging los bei Jürgen Müller, hieß er damals noch, in der Kurfürstenstraße. Und durch Zufall haben wir dann am Gesundbrunnen so ein paar Bunkertüren gesehen. Und dann kam tatsächlich irgendein Netter bei der BVG, hat uns aufgeschlossen. Und dann sind wir durch die Räumlichkeiten durchgegangen und haben gesagt, das ist es, hier fangen wir an. Es liegt natürlich daran, dass wir ganz viel ehrenamtlich auch geleistet haben, in die Hände gespuckt haben. Ich kann jetzt hier nicht jeden Einzelnen nennen, aber viele von den Gründern sind dabei. Viele von unseren Unterstützern sind dabei. Und ich möchte einfach mal allen ganz herzliches Dankeschön sagen, die uns so lange die Treue gehalten haben, seit 20 Jahren, seit 15 Jahren. Ich sag mal, für mich ist Beruf auch ein bisschen Hobby, ja, und so wie ich mich also um die unterirdischen Tunnelröhren kümmere und das Ganze auch sehr charmant finde, ja, also da muss man ja eine gewisse Neigung für haben und sagen, Mensch, toll, was die Leute hier wie Maulwürfe damals unter die Stadt gebuddelt haben und dass es dann Leute gibt, die sagen, hey, ich finde das Ganze so toll, wir müssen hier was draus machen, Ausstellungen, wir müssen Informationstouren machen. Also das hat mich also logischerweise auch schon begeistert und deshalb denke ich, lieber Dietmar, haben wir doch die ganzen Jahre auch gut zusammengearbeitet und auch versucht, gemeinsam diejenigen, die ein großes unterirdisches Netz verwalten, hier was aufzubauen. Der Zeitpunkt war genau richtig, denn wie das im Film schon gezeigt wurde, man hat ja in den 90er Jahren dann angefangen, vieles abzuräumen und wie gesagt, die unterirdischen Bauwerke sind ein Zeugnis der Geschichte und man sollte eben auch schauen, ist das alles nur, sag ich mal, Abfall, der unter der Erde liegt, der weg muss oder spricht da auch irgendwas zu uns aus der Geschichte? Die dunklen Welten sind, glaube ich, wirklich ein besonderer Renner. Ich glaube, die 10. Auflage, das sind auch jetzt, das kann man zusammenrechnen, deutlich über 30.000 Exemplare dieses Buches und das spricht natürlich auch für das nachhaltige Interesse, das auch auf dem Buchmarkt an diesen Themen besteht. Und da bin ich mit Dietmar Arnold ins Gespräch gekommen und habe gesagt, na, es gibt da mehrere Bunker in Wedding. Und ich glaube, wir haben am Anfang uns fehlverstanden, weil er dachte an den Blochplatz und ich meinte den, wo er jetzt residiert. Denn ich bin da groß geworden. Da ist damals auf dem Bunker das Kaufhaus Bilka gebaut worden. Das ist anschließend abgerissen worden. Und vor dem Neubau konnte man deutlich sehen, dass da ein Bunker noch ist. Und das habe ich mich gesagt. Und dann irgendwann haben wir uns dann an die BVG gewandt, haben das besichtigt. Da ich schon damals Vorsitzender des Weddinger Heimatvereins war, hat mich natürlich interessiert. Und das, was alleine an geschichtlichen Sachen, allein für den Wedding, von den anderen Bereichen Berlins mal abgesehen, die Berliner Unterwelten rausgeholt haben, das ist schon richtig bemerkenswert und deshalb zu Recht zu loben. Claudia Melisch ist Archäologin, hat unter anderem hier neben vielen anderen Projekten den Bereich Petrikirche wesentlich mit ausgegraben und normalerweise, Frau Melisch, ist es ja so, dass gelernte professionelle Archäologen so mit Hobbygräbern und solchen Leuten eigentlich gar nichts anfangen können. Also ich weiß es aus Rheinland-Pfalz von der Denkmalpflege, die sind da sehr, sehr vorsichtig und auch mit Recht vorsichtig. Ich glaube, diese Vorsicht brauchen wir bei den Berliner Unterwelten und den Leuten, die die Berliner Unterwelten machen, nicht zu haben, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Was für eine hinterlistige Frage. Ich würde den Verein nicht unterstützen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das, was hier gemacht wird, absolut professionell ist und auch den Anspruch hat, professionell zu sein. Denn auch das erfordert ja Investment und Mühe. Und vor allen Dingen das Wissen, was akkumuliert wird in diesem Verein,
über die vielen Jahre. Das ist ganz bemerkenswert und ich glaube, das ist ein großes Plus für Berlin. Die Berliner Unterwelten sind ein ganz fester Bestandteil, eine ganz feste und wichtige Institution in unserer Museumslandschaft und vor allen Dingen die Unterwelten sind eben auch ein ganz wichtiger Partner im Rahmen unserer Arbeit in der Erinnerungs- und Gedenkkultur. Und es ist wirklich atemberaubend, kann man sagen, was in den letzten 20 Jahren gelungen ist und wie viele Menschen das begeistert. Und das ist wirklich großartig, dass wir diesen Teil und dieses wichtige Stück Berliner Geschichte eben auch in dieser Form anschaulich machen können und erlebbar machen können. Das ist so wichtig. Ich will auch sagen, dass Millionen Menschen in unsere Stadt ja gerne kommen. Als Touristinnen und Touristen kommen sie, um auch an den authentischen Ort der Geschichte zu kommen. Das spielt für viele eine Rolle. Man will in Berlin genau sehen, wo war da was und wo wurde was entschieden. Aber Berliner Geschichte ist eben nicht nur Brandenburger Tor oder Haus der Wannsee-Konferenz, sondern Berliner Geschichte ist eben auch das etwas Verborgene, was durch die Berliner Unterwelten, durch Dietmar Arnold und die ganzen Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch sichtbar gemacht wird. Und natürlich, das sind die Luftschutzbunker, die Luftschutzkeller, in denen viele Berliner und Berliner Zuflucht finden konnten. Und man kann daran auch Berliner Biografien und Schicksale deutlich machen. Das sind die Keller, in denen diese Nazreserven eingelagert wurden, ein Stück eben auch Berliner Geschichte, die Blockade. Es sind natürlich die Fluchtkeller, die Fluchtgänge eben auch, die es ermöglicht haben, die deutsche Teilung zu überwinden. Es sind die Geisterbahnhöfe. Man sieht, wie die Berliner Teilung eben nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch eine Rolle gespielt hat und wie es die Stadt auseinandergerissen hat, wie Wunden bis heute sichtbar sind. Und dass das so gelungen ist, das sichtbar und erlebbar zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist eben auf der Bühne ja auch diskutiert worden. Kein Geschichtsunterricht kann so anschaulich und so gut sein wie ein Zeitzeugenbericht. Und ich glaube, kein Wikipedia-Ausdruck kann das vermitteln, was man selbst erlebt, wenn man mal durch diese Gänge oder durch diese Bunker geht. Von uns, vom Berliner Senat, ich glaube, ich kann es sagen, auch im Namen hunderttausender begeisterter Berlinerinnen und Berliner und Berlin-Besucher ein Riesenglückwunsch zu diesem tollen Jubiläum, zu diesem tollen Geburtstag und weiterhin alles Gute. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch hier noch einen schönen Nachmittag und noch ein angenehmes Programm, was wir hier für Sie vorbereitet haben. Dankeschön.